5 Millionen Jobs verschwinden durch Industrie 4.0. Bis 2040 fehlen in Deutschland mehr als 3 Millionen Fachkräfte. Diese Ergebnisse neuester Studien über die Entwicklung des Arbeitsmarktes scheinen sich zu widersprechen. Aber was wir sicher wissen, ist, dass Deutschland einen Zustrom an Migranten mit höheren Bildungs- und Berufsabschlüssen hat. Wegen der verschiedenen Ausbildungswegen in den Heimatländern, um die Eingliederung in den deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern, ist IQ-Netzwerk die Organisation, um Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenzubringen. Sie helfen dem Arbeitnehmer, sich zu qualifizieren, zum Beispiel durch die Anerkennung der Abschlüsse. Herr Bussmann, der Projektkoordinator von IQ-Netzwerk Niedersachsen, hat uns mehr darüber erzählt. Das IQ-Netzwerk steht für Integration durch Qualifizierung und unsere Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, Menschen zu unterstützen, die im Ausland eine Qualifikation erworben haben und sich hier anerkennen lassen wollen, um hier einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt zu bekommen. Wenn wir in erster Linie daran denken, dass diese Menschen eine Qualifikation mitgebracht haben, dann ist es einfach nicht selbstverständlich, dass ein Arbeitgeber sie auch einstellt. Denn wenn Sie als Migrant sich mit einem syrischen oder mit einem österreichischen oder einem spanischen oder einem griechischen Berufsabschluss in Deutschland bewerben, ist es für den Arbeitgeber nicht unbedingt erkennbar, was ist diese Qualifikation denn wert. Das, was wir machen, ist eigentlich so etwas wie eine Übersetzungshilfe oder wir bestimmen besser gesagt den Wechselkurs. Wenn Sie in einen Laden reingehen und wollen ein Produkt kaufen und müssen das in Euro bezahlen, dann haben Sie ein Gefühl dafür, ist das preiswert, ist das teuer. Spätestens wenn Sie mit einem amerikanischen Dollar bezahlen müssten, dann würden Sie schon nach dem Wechselkurs fragen. Und wenn Sie in einer Währung fragen, die Sie überhaupt nicht kennen, würden Sie vielleicht auf den Einkauf komplett verzichten. Und damit Arbeitgeber nicht auf die Einstellung von Arbeitnehmern verzichten, versuchen wir dort den Wechselkurs zu bestimmen. Das heißt, die Qualifikation, die im Ausland erworben worden ist, wie ist sie denn in Deutschland vergleichbar? Und was ist diese Qualifikation für den Arbeitgeber wert? Das heißt, unsere Schnittstelle besteht darin, eine Brückenfunktion darzustellen. Zum einen für den Migranten, der damit verstärkt die Möglichkeit hat, im deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Zum anderen aber auch eine Übersetzungsleistung für den Arbeitgeber, der letztendlich damit weiß, was diese Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt dann für ihn wert ist. Wir setzen aber auch bei den Arbeitgebern an. So bieten wir bei den Arbeitgebern beispielsweise Diversity-Schulungen an. Wir setzen auch an bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern. Dort machen wir beispielsweise Diversity-Schulungen, versuchen den Bereich der Öffnung dieser Institutionen für mehr Vielfalt auf den Weg zu bringen. Wir machen Prozessbegleitung. Wir führen aber auch Veranstaltungen durch zum Aufenthaltsrecht. In Deutschland haben wir fast 60 verschiedene Aufenthaltstitel. Da kennt sich kaum einer mit aus. Und das ist ganz wichtig, dass diejenigen, die in der Beratung tätig sind, eben auch wissen, welche Möglichkeiten hat denn der einzelne Migrant, welche Möglichkeiten hat er nicht. Und wir versuchen dann eben auch gezielt Brücken zu bauen, damit diese Menschen, die zu uns kommen, mit ganz viel Erwartung, mit ganz viel Energie und mit einer ganz tollen Motivation, dann eben auch die Möglichkeit erhalten, tatsächlich am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Zuerst habe ich meine Papiere, Dokumente nach Hannover geschickt und ich habe eine Antwort nach 3 Monaten bekommen. Und das ist Erkennung. Und ich möchte auch hier in Deutschland als Agraringenieur arbeiten. Ich habe zuerst einen Deutschkurs in Verl bei Volkshochschule gemacht. Und jetzt besuche ich einen MINT-Kurs hier in Oldenburg bei BNW. Ja, ich bin Marco Liedtke, ich bin hier der Jobcoach von den ganzen Teilnehmern und ich helfe denen jetzt letztendlich dann dabei, ein Praktikum hineinzukommen und wenn es geht natürlich dann auch direkt in Arbeit hineinzukommen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für mich, natürlich dann direkt die Firmen zu kontaktieren, Erstkontakte herzustellen und natürlich dann auch die Unterstützung beim Erstellen der Unterlagen, weil alle doch sehr unterschiedlich dann auch Material schon mitbringen, was das angeht. Wie schwer ist es für Fachkräfte mit Studium und Arbeitserfahrung auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu gelangen? Es ist relativ schwer, jetzt irgendwie zu sagen, 50% haben die Möglichkeit oder sonst irgendwie. Wir richten größtenteils gezielt dann, wo wir versuchen, die in ein Praktikum hineinzubringen, unter anderem auch in dem Bereich, wo wir wissen, dass Firmen suchen. Dass wir die dann erstmal die Möglichkeit geben, dass sie sich darauf bewerben und natürlich dann auch durch Kontakte vielleicht auch die Chance haben, dort ihr Können
zu zeigen, um dann vielleicht doch noch diese Stelle zu bekommen. Aber ansonsten über ein Praktikum, es ist schwer, aber letztendlich haben sie alle die Chance, sich zu beweisen und dann auch einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und zu sagen, ja, das ist der Mann, den wir brauchen oder die Frau. Ich denke, ja, ein bisschen schwierig als unser Land, weil die Bewerbung muss richtig sein, ohne Fehler und schwierig natürlich Vorstellungsgespräch auch. Aber wir haben auch Möglichkeit, Arbeit zu finden. Ich habe jetzt einen Praktikumplatz in Eichheimt, in Oldenburg. Ja, das freut mich. Ich glaube, das ist nicht so einfach in Russland und in Deutschland gute Arbeit gefunden. Aber jeder Mensch muss etwas machen, damit kann ich gute Arbeit bekommen. Also ein Großteil ist wirklich die aktuelle Lage, so wirtschaftlich gesehen, dass einige teilweise keine oder nicht unbedingt wissen, wo geht für die Reise hin, von der Auftragslage her. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Habe ich Aufträge, lohnt es sich für mich, einen Praktikanten in den Betrieb reinzuholen, der dann auch sein Können unter Beweis stellt. Das ist einer wirklich der größten Punkte, wo es unter anderem mit schwer ist. Es gibt einige, die sagen, gerne, ich würde jemanden nehmen, aber ich habe keine Aufgaben oder keinen Bereich, wo ich denjenigen dann einsetzen kann. So, müssen die Migranten bis 2040 versuchen, einen Job zu finden? Nein, das mit Sicherheit natürlich nicht. Aber es ist halt dann nochmal, welcher Bereich der Region sie dann halt noch wollen. Das ist natürlich dann auch immer so ein entscheidender Punkt. Also die Chance ist für ihn da, da haben wir auch die ersten Kontakte schon da und da hoffe ich auch auf ja, eine positive Rückmeldung in der nächsten oder übernächsten Woche. Also da sind wir schon sehr weit. Aber ansonsten war es ja als Beispiel genannt, es ist wirklich natürlich dann schon schwer zu sagen mit von wegen, ja,